Servus Leute, zurück zu Let's Play Spellstone. Das Zeitalter der Elementare ist angebrochen. Und ja, hier gab's schon leckere Sachen gleich zu Beginn. Her mit dem Stuff. Ich brauche diesen Dust, nämlich... Nein, dich brauche ich schon. Ich brauche diesen Dust. Ganz zwingend. Mit dem Zeitalter der Elementare ist so einiges wieder hinzugekommen. Erstens... Nein, hier gibt's gar keine Benachrichtigung. Aber... Die Karten wurden gebufft oder verändert. Für uns interessant sind einige Karten, die ich mal schnell zeigen möchte. Was wurde denn verändert? Schauen wir doch mal. Ice Stone Beast wurde verändert. Die Rune wird jetzt so angezeigt, als hätte ich Erstarren gebufft. Stimmt aber nicht. Ice Stone Beast hat ein bisschen mehr Leben bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in der ersten Form, aber in der letzten Form hat er 3 Leben mehr. Dann gibt es, was gibt es Neues? Neues, oh, ich muss mich gleich aufrüsten und so. Sehr gut. Der Felsentitan. Hat der einen Buff bekommen? Der hat keinen Buff bekommen. Trotzdem ist er ganz nützlich. Der hat keinen Buff bekommen. Die Chaoswoge, beziehungsweise der Chaossturm wurde gebufft. Der Chaossturm hat ein mehr Angriff bekommen, 2 mehr Gesundheit. Ein Blitz wurde... um 1 stärker in der höchsten Form und, ja, Nullify kam hinzu. Das hat er davor noch nicht gehabt. Ganz nett, okay, er wurde wertvoller, als schon erstmals gedacht. Der nächste Elementar, der gebufft wurde, unter den kostenlosen Elementaren, also sagen wir mal Free-to-Play-Elementaren, Luna-Elementar. Er hat einerseits den Tag Avian mit dazu bekommen. Das ist ziemlich geil. Also kann man ihn beim Avian-Event auch nutzen. Und das ist eigentlich ganz nett. So ist er eigentlich ganz nett. Außerdem, das war noch nicht alles. Der wurde noch deutlich mehr gebufft. Er hat 5 mehr Leben in der finalen Form bekommen. Also von 25 auf 30. Er hat 1 mehr Damage bekommen. Das ist ganz ordentlich. Die Barriere, also das Schild Äther, wurde auf 4 erhöht von 3. Genauso... Legion Elementar wurde von 3 auf 4 erhöht in der finalen Form alles. Der hat einen ordentlichen, wahrscheinlich den stärksten Buff von allen bekommen. Dann, die Elementarmagierin. Habe ich doch noch eine 4. gehabt. Ich habe mal eine wahrscheinlich gedustet. Die habe ich wieder zurückgeholt. In ihrer finalen Form. Die sollte ich eventuell überlegen, mir auch zu machen. Aber die Drachen sind halt auch ziemlich stark im Moment. Deswegen gar nicht so viel Platz. Also... Was hat sich bei ihr verändert? 3 mehr Leben, 1 mehr Angriff. Wobei. Nee, der Angriff hat sich nicht verändert. Okay. Auf jeden Fall 3 mehr Leben. Dann hat sie Empower All Elemental 1 mehr bekommen, von 3 auf 4. Und Dual Strike ist jetzt von 4 auf 3 Züge runtergesetzt worden. Also macht sie häufiger. Ist ganz brauchbar. Und ein Ex. Also. Und anscheinend haben sie den endlich spielbar gemacht, weil der, falls ihr euch erinnert, so viel hatte er ja eigentlich schon in der 4. Form fast so viel Leben. Jetzt hat er ein bisschen mehr Leben. Ja, er ist so deutlich gestiegen im Leben von 21 auf 30. Außerdem, ja gut, der Damage hat sich nicht geändert. Der Schild hat sich verändert, um 1 gestiegen. Und Schwächen alle wurde von 2 auf 3 hochgesetzt. Also jetzt ist er echt eine gute Option zum Spielen. Außerdem, erinnert ihr euch noch? Wir haben doch letztens darüber diskutiert, dass es da ein, zwei, drei, vier Karten gibt, die keine Tags haben hier, wie die. Aber im Gegensatz zu die ganz nette Effekte für Elementare hat, die anderen halt eher schlecht sind. Hat sich auch geändert. Und zwar, diese... Was ist hier los? Oh, das ist ganz nett. Diese Karte hat sich verändert und scheinbar kann man sie jetzt, da sie sich verändert hat, für einen günstigen Preis an Dust wieder zurückholen. Denn, ich will sie jetzt nicht ehrlich gesagt zurückholen, weil ich habe im Moment gerade zu wenig Dust. Ich muss erstmal alles nutzen. Denn, ganz wichtig, Elementar. Sie ist jetzt ein Elementar. Davor war sie nichts. Sie war gar nichts. Sie war ein Noob. Gar nichts, sie war ein pilzfressendes Feuerungetüm, aber kein Elementar. Jetzt ist sie wieder ein Elementar. Angeblich war sie ja, irgendjemand hat mal in den Kommentaren geschrieben, war schon früher ein Elementar, dann wurde es weggenommen, jetzt wurde sie wieder hinzugefügt.
Wahrscheinlich nach dem Elementar-Event nimmt uns der wieder weg. Keine Ahnung. Keine Ahnung für diese Entscheidung. Und das ist nicht alles. Also dadurch wird sie auf jeden Fall spielbar jetzt wieder. Aber was sie noch mehr spielbarer macht, ist, sie wurde auch gebufft. Also sie hat jetzt 31 Leben. Zum Vergleich, davor war es bei 25 Leben. Außerdem, Vergeltung ist von 4 auf 5 hoch, also auch ein Witz. Ah, und Blitz alles sowieso eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Dementsprechend, ja, ich muss sie mir wahrscheinlich komplett wieder zurückholen. Und wie es aussieht, haben wir 2 Wochen Zeit, um sie zu einem reduzierten, zum halben Preis wieder zurückzuholen. Weil normalerweise, glaube ich, kostet es 60, sie zurückzuholen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Muss ich zugeben. Ja, so viel zu den Änderungen. Es hat sich zwar noch eine Karte. Verschlingende. Es hat sich anscheinend noch eine Karte verändert, aber die habe ich, glaube ich, nicht. Egal. Naja, egal. Ein Elementar im Free-to-Play-Bereich hat sich auch noch verändert. Stimmt, finde ich jetzt gerade nicht. Egal. Das war das. Bei den Helden hat sich noch nichts verändert. Ich habe auf Orgot gewechselt. In der weisen Voraussicht, dass bald sich was ändern wird. Aria wird ein bisschen genervt, aber das ist immer noch im Wandel gerade. Also man weiß nie, was passiert. Dann bin ich bei den Prämien. Jetzt bei Silber 1. Gleich mal öffnen. Silber 1. Ganz nett. Also Gold wäre schon ganz nett, wenn ich das erreiche, weil Gold ist, ja, ich glaube, mehr als Gold schaffe ich sowieso nicht. Ja, wenn ich immer eine goldene Chest bekomme und Chancen auf so eine habe, dann bin ich eigentlich erstmal glücklich. Platin ist natürlich perfekt, weil jeder will diese Chests haben. Aber ich würde mich schon hiermit erstmal zufrieden geben. Das wäre wahrscheinlich ein Boost zu den früheren Chests. Ein deutlicher Boost. Gut. Hier bin ich mal runter auf 16, dann bin ich jetzt wieder hoch auf 17. Alles cool. Ach ja, neues BGE haben wir ja auch. Mist, jetzt sehen wir es nicht. Muss ich nicht. Das sehen wir gleich noch. Ein neues BGE, außerdem. Es gibt hier neue Sachen. Nämlich Elemental Arena Chest. Welche Elementare gibt es jetzt in diesem neuen Event alle zu holen? Spartan Nemesis. Schauen wir mal an. Also, ich habe schon mal vorgeschaut, in den neuen 2 Kampagnen, die bald kommen werden, oder eine ist ja schon da, gibt es von jeder dieser Arten einen einfachen zu bekommen. Also einen kriegt man davon jeweils. Dann kommt dann bald ein Event. Mehr ist noch nicht geplant im Moment in den kommenden Events. Elemental Sparklash. In diesem gibt es als Belohnung für uns Free-to-Play-Spieler, würde ich jetzt mal hier hinten schauen, einen einfachen Spoutle-Nemesis. Wenn ihr sehr gut seid, dann könnt ihr natürlich ihn schon doppelt bekommen, aber nein, nicht für Free-to-Play-Spieler. Und ganz ehrlich, ich finde ihn, ja, so vierfach ist der echt nicht schlecht. Heilen alle, gut auf Elementare, aber Vergeltung 6 ist ja immer schön. Und Frostbrass ist auch respektabel. Also der kann schon mal was. Dann schauen wir uns nochmal schnell die anderen in der Arena-Chest an, die es so gibt. Ja, geh weg. Hässliche Werbesachen. So, Ascheschatten. Aschebote. Inbrunst-Elementar. Blitz 4, Versengen 3. Im Gegensatz zu den Drachen kann sie natürlich noch nichts. Ja, man muss aber immer bedenken, die Drachen werden in einem Monat dann verschwinden. Und irgendwas anderes wird für sie kommen. In dem Fall werden die vielleicht deutlich stärker. Da der Korrosiv ist ja eine meiner Lieblingsfähigkeiten in der Defensive. Wenn nicht sogar meine Lieblingsfähigkeit. Für Hexen, weil das ist immer so frustrierend für den Gegner. Also wenn die Karten so useless werden. Ach, das ist toll. Für Hexen 5, Durchbohren 6. Ja, der kann auf jeden Fall zuschlagen. Der kann da zuschlagen, der Magma-Tsunami. Leider nichts Besonderes mehr, aber für Hexen 5 durchbohren 6, vom Glück abhängig, ob man dann einen richtig trifft mit dem Verhexen. Und hier noch Drainer Monsoon als letzte. Ein hohes Abschöpfen. Oh, 3er Verzögerung, aber sehr hohes Abschöpfen. Und Abschöpfen müsste jetzt mit dem aktuellen Start des Elementar-Events oder so, müsste jetzt eigentlich auch die Änderung mit Abschöpfen drauf sein. Früher war nämlich so, Abschöpfen hat
so viel geheilt, wie man Damage gemacht hat, bis zu in dem Fall 8 Leben. Und zukünftig oder aktuell oder neu ist das Abschöpfen, selbst wenn man bloß einen Schaden macht, 8 wieder heilt. So habe ich es zumindest verstanden. Also 8 Abschöpfen ist schon nicht schlecht. Erstarren jede 3 ist auch immer super und Unsichtbarkeit ist eine gute defensive Fähigkeit gegen Blitze und sowas. Ja, sie sind jetzt nicht die weltbewegenden Elementare, aber ich nehme mal eine, okay? Und ich kriege Drainer, Lord Drainer. Ist in Ordnung. Vollkommen gut. Den würde ich wahrscheinlich jetzt noch nicht ins Deck packen wollen. Ja, einfach ist er noch zu schwach. Deutlich zu schwach. Aber ist okay. Ich habe noch genügend andere Möglichkeiten. Und ich habe... ich habe kein Geld. Es gibt ein neues Chance Pack. Hardbox. Da sind wunderbare Elementare drin, wie ihr sehen könnt. Goblin Engel, bist du ein Avian? Du bist doch bestimmt ein Avian. Ja, Elementar Avian, ich liebe solche Kombinationen. Komische Baumwurzelmonster. Ja, das sind halt alles so Karten, die schaut man sich mal an und dann ist gut als Free-to-Play-Spieler, weil. Du bist doch bestimmt auch ein Avian. Viele Kombinationen mit Avian. Habe ich schon gesagt, dass der Heil-Elementar, der Lunar-Elementar, jetzt auch ein Avian ist? Geil, nicht wahr? Finde ich geil. Avian wird... Ich freue mich schon wieder. Also, es könnte mal wieder ein Avian-Event kommen. Ich brauche noch mehr Ekrus. Gerne. So, was machen wir? Ah, ja. Nein. Doch. Oh, shit. Also, hier. Neue Kampagnen. Hier und hier. 13 Tage, 14, 2 Wochen. Wunderbar. Also, ja, nach... Das war der Buß- und Bettag oder irgendwie so. Ist der Feiertags-Donnerstag. Da kommt dann dieses Area hinzu. Vorher kommt dieses Area. Das wird interessant. Die Story geht weiter. Das werden wir in den nächsten Parts machen. Das wird cool. Hier habe ich mittlerweile jetzt auf 4 hochgemacht. Ich werde jetzt noch schnell mal ein Deck aufrüsten. In der Hoffnung, dass ein aufgerüstetes dann hier die restlichen 3 schafft. Weil dann kriege ich zu Long in doppelter Form und doppelte Form ist brauchbar. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich habe das mindestens 10-mal hintereinander manuell probiert hier zu kämpfen. Und dann habe ich mir mal gedacht, also ich habe dann festgestellt, wenn ich einfach Autokampf mache, gewinne ich trotzdem. Dann habe ich mir gedacht, wie kann das sein? Ich habe selbst mit den stärksten Händen, Starthänden, meiner Meinung nach, hier total verloren. Aber wenn ich Autokampf mache, bin ich eigentlich von 2 Sternen, wo ich war, auf 4 Sterne fast ohne Probleme gekommen. Beziehungsweise ich habe 2 Sterne getestet und dann ist mir etwas gekommen. Ich habe mein Deck so angepasst, dass ich einfach irgendwelche Karten rein habe. Hauptsache, sie waren legendär. Und irgendwie bis zu 4 war das alles easy. Ja gut. Ja doch. Dann habe ich mir gedacht, wie könnte der Algorithmus also funktionieren? Der Algorithmus, ich könnte mir vorstellen, dass der Algorithmus für den Autokampf dann so funktioniert, wenn man auf Autokampf drückt und Schnellkampf oder sowas, wie man es auch nennen möchte, dann passiert Folgendes. Das Programm, das Spiel berechnet einfach einen Wert von deinem Deck, von deiner Wertigkeit des Decks, vergleicht es mit der Wertigkeit des Gegners und wer, also des gegnerischen Decks und der Sieger davon, kommt weiter. So könnte ich es mir vorstellen. Vielleicht noch eine gewisse Varianz, weil sonst würde ja ein extrem legendäres Deck immer gewinnen, ohne Wenn und Aber. Vielleicht tut es das auch, aber faszinierenderweise, es waren nicht mal Drachen drin. Also es waren... Ja doch, es waren auch schon Drachen drin, also legendäre, die üblichen halt. Aber es waren zum Beispiel die ganzen anderen Karten auch drin, die überhaupt keinen Sinn ergeben im Moment. Hier, einfach mal ein Infinity mit rein, Black Hawk Collier 3-mal rein, einfach so. Hat geklappt. Ich bin fasziniert. Also, vielleicht mal beim nächsten Mal ausprobieren. Einfach mal alles, was ihr legendär habt, rein ins Deck und dann Autokämpfe. Läuft. Ich bin verwirrt und fasziniert zugleich. Egal. Warum ich es jetzt wieder umgestellt habe? Weil, ab Sophia habe ich dann nur noch verloren. Also, in einem gewissen Rahmen funktioniert dieser Trick scheinbar.
in einem gewissen Rahmen. Irgendwann kommt dann, es gibt dann wahrscheinlich noch andere Sachen, die damit reinspielen. Vielleicht berechnet es auch eine erste Starthand und sowas, weil wenn ich drücke, normalerweise sofort auf Autokampf und so. Und dann, naja, dann ist es zu Ende. So, was wollte ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Nein, habe ich nicht. Aufrüsten. So, erstmal unsere neue Drachenkarte. Die wird auf jeden Fall reingepackt. Darauf freue ich mich schon, den jetzt endlich vierfach zu haben. Terra Conductor. Mehr Leben als erstes. So, das kostet schon mal. Das kostet. Terra Conductor. Noch mehr Leben und Ermächtigen. Noch mehr Leben und Angriff. Noch mehr Leben und Unsichtbarkeit. Und als letztes noch mehr Ermächtigen und einen höheren Berserkwert. Schön. So, jetzt schauen wir uns mal die Karten an. Will ich denn noch eine... Ah ja, den Watchful Hexhound will ich auf jeden Fall raus tun. Der passt absolut nicht mehr ins Deck. Du mit Freeze bist eigentlich noch duldsam. Aber was packt man dafür rein? Das ist die Frage. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Dust, um etwas zu machen. Ich kann Sachen machen. Ah ja, zu long. Entweder wir probieren es jetzt so, oder wir nehmen gleich zu long. Ich weiß auch gar nicht, was da jetzt besser ist als erstes den Bergtitan. Der ist ganz nett. Oder den Glaskoloss. Der ist ja vom Effekt her ziemlich ähnlich. Der eine macht Schild alle wild und der macht Schwächen alle. Und jeweils alle um 3. Panzerung ist ähnlich, Schild 5. Der Bergtitan hat Verteidigung. Der Bergtitan hat mehr Angriff, mehr Verteidigung, mehr Leben. Braucht dafür aber einen Zug länger, glaube ich. Also vom Effekt her würde ich es die jetzt so ziemlich auf dieselbe Stufe stellen. Er braucht halt dafür 4 Züge. Hat 8 Leben mehr, 3 Angriff mehr, braucht einen Zug länger. Anstatt Unsichtbarkeit hat der andere halt Schild. Anstatt Schild wie er hat er... Das mit alle Weile. Ich könnte mir fast... Na gut, mit dem Buff vom BGE. Also jetzt sollen es jetzt 75% sein. Das werden wir gleich sehen. Ist schon eine Hausnummer. Dann hat er 19 Angriff anscheinend. Also ich gehe mal davon aus, dass hier aufrunden. Nee. Die müssen nicht mal aufrunden. Natürlich sind es 19. Ja, da würde ich... keine Ahnung. Muss ich zugeben, keine Ahnung. Der andere hat auch 4 Panzerung, oder? Ja, schon. Ah, den hätte ich gerne nochmal. Ganz ehrlich, den nehme ich nochmal. Ah, den brauche ich noch zweimal. Der... Bisher nie angeschaut. Nie einen Blick gewürdigt. Und jetzt ist er total geil. Wobei, ich habe ja auch immer schon... Na, der hat sogar Schild... Ne, der hat Panzerung 4. Doch, beide haben Panzerung 4. Das ist den selben Effekt. Ah, ist ja was. Ja, wenn zu long käme... Ich könnte auch zu long natürlich jetzt schon craften und reinpacken. Anstatt den Hexhound. Wisst ihr was? Ah, ey, das ist echt schwierig. Es gibt so viele gute Drachen, es gibt so viele... Und so viele Elementare. Jetzt muss man echt überlegen, was packt man rein, was tut man raus. Also, echt nicht leicht. Ice Stone Beast wird schon fast zu schwach einfach. Grave Blackfin. Grave Blackfin ist einfach eine super Karte. Mit dem Korrosiv extra verhexen alle. Der ist einfach meine Lieblingsstartkarte. Danach gefolgt von einem Wutfeuerdrachen oder noch besser Cranial Manons. Die würde ich wahrscheinlich auch drin lassen. Also. Der Effekt, dass da ein Untot rausspawnt, wenn sie sterben, war eigentlich in meinen Augen nicht so wirklich wichtig. Wichtiger war ihre Effekte, was sie können. Und die können halt extrem geile Sachen machen. Acro Defender ist auch eine super Karte. Gut, gegen die Drachen hat er jetzt ein bisschen Probleme gehabt, aber trotzdem, er ist eine sehr schnelle Karte. Old Chronicler. Ja, also Watchful Hexhound ist auf jeden Fall eine Karte, die ausgesondert wird. Das muss sein. Was kommt rein? Zu long? Wir sollten ihn erstmal einfach craften, dann habe ich ihn zumindest. Einfach kann ich auf jeden Fall machen. So, zu long. Komm mal mit rein. So. Look at that! So, einfach. Ja. Zweifach. Unsichtbarkeit, mehr Leben, mehr Angriff.
Versengen ändert sich leider nicht, aber habe ich nicht eine Versengrune? Da braucht eigentlich eine Versengrune. Ich glaube, mit Sicherheit habe ich eine Scorch-Rune. Eine Scorch-Rune? Rune? Okay. Das schauen wir gleich. Ich habe mit Sicherheit noch eine Scorch-Rune übrig, weil so häufig mache ich das nicht, das Scorch. Und ich glaube, das habe ich häufiger bekommen, als mir lieb war, anfangs. Ja, eine legendäre. Zu lang, du kleiner Racker. Nein, ich habe keine Scorch-Rune übrig. Ach, shit. Na, der bräuchte schon eine Versengrune, also ohne ist er schon ein bisschen schwächer. Ah ja, probieren wir es. Probieren wir Autokämpfe. Hier. Einfach auf gut Luck. Ah, und. Es hat lang gedauert. Die Berechnung hat lang gedauert. So, nochmal. Ah, mit Ecke am Start. Ja. Nochmal. Oh. So viel zum Vorführer. Scheiße. Kann ich nicht anders sagen. Also einfach bringt er mir nichts dazu, Long. So einfach muss er schon sein, sonst ist er useless. Dann, da das eventuell noch länger dauern kann, dann ist die Entscheidung einfacher geworden. Ich packe rein. Ich glaube, ich möchte lieber einen Glaskoloss. Oder? Schauen wir nochmal an. Glas-Titan. Kann ich ihn mir leisten? Ich kann ihn mir, glaube ich, gar nicht leisten. 75, 30, 105. 15. 5, oder? 5, 15, 30, 75. 80. 125, oder? 125 kostet einen Aufwerten. Ich brauche 125. 750 brauche ich. Habe ich 750? Habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Shit. Ich könnte natürlich was in Staub verwandeln. Naja. Aber was? Den. Oh. Oder ich könnte vermutlich. Oh ja, wir haben ja noch ein Epic-Paket. Das sollten wir auch noch machen. Ja, vielleicht kommt da das draus. Epic-Paket. Ja, warum nicht? Venom Dragon. Okay, gut. Kann ich ein paar Mal noch gebrauchen. Hätte ich gerne zweimal. Der ist eine super Karte mittlerweile. Mittlerweile liebe ich ihn. So, ich brauche noch mehr. Ich kann natürlich jetzt warten. Ich könnte geduldig sein, aber ich bin nicht geduldig. Oh, ich habe extra Goldbarren. Ah ja, durch das Event. Ah, ich brauche einen Energiedrink. Sehr schön. Wir könnten. Ja. Wir gönnen uns hier ein paar Prämien. So. Dann kriegen wir nämlich Gold. Und mit dem Gold. Gold? Hoffe ich zumindest. Ah, das hat lang gedauert, das war ein knappes Match. Ja gut, wir kämpfen einfach normal, oder? Sonst wäre es jetzt zu langweilig hier in diesem Part. So, fangen wir mal so an. Okay, du, ja, ob du was kannst, ist eine andere Frage. Dich, damit du rechtzeitig gecountert wirst? Nee, Terror-Doktor, Konduktor, der Konduktor. Ach du Schande, was... Wenn du inaktiv spielst, dann tu doch bitte dich dieses Deck aktiv lassen. Mach dir ein anderes Deck. So, jetzt können wir auch endlich sehen. Ja, 75% auf der Base. Round it up. Incredible Power. Die haben also 75% mehr Damage. Die Elementare. 3/4. Das heißt, der hat 11. Theoretisch. Der hat 11, theoretisch. Ganz ehrlich, bei diesen Arten von Elementaren ist vielleicht sogar Aggro gerade nicht so prickelnd. Mal
Auge behalten. Mal überlegen. So. Das ist, den müssten wir besiegen können, oder? Atlas. Atlas kann nix. Rot kann schimmeln, Atlas kann nix. Shit! Boah, hast du den hochgebufft. Das war brutal. Blazehorn. Blazehorn kriegt 10er Angriff. Ja, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. So, der ist weg. Scheiß Freeze, das nervt weil. Na, der macht den kaputt. Das nervt auch. Ja, du bist doch gar nicht inaktiv, oder? Sonst würdest du... Nee, du hast einfach bloß ein... Ne, ist zufällig, dass du den drin hast, oder? Huch, was war denn das für ein Blitzeffekt? Was war denn da... Ach so, das da war ex... Ah, okay. Verstehe. I understand. Na gut. Das wird gar kein leichter Kampf hier, muss ich zugeben. Ja, wir brauchen Blitzunterstützung. Jawohl, einer ist weg. Er wird angekokelt, das ist super. Ja, was bist du eigentlich? Du bist gar nichts, okay. Du bist gar nichts, du kannst nichts. Gut. Ist Solaron eigentlich ein Engel? Muss mal schauen. Aber wenn der nix ist und Vulcanus auch nix wäre. Vulcanus eigentlich ein Elementar? Das sieht eigentlich so aus wie ein Elementar. Das muss ich gleich nachschauen. Das interessiert mich nämlich. Oh, was? 16? Ach, du wurdest genervt, oder? Naja, nee. Hä? Warum bloß 6? 75% wäre nicht 6. 75% von 10, das kann jedes Grundschulkind. Aufgerundet sogar noch. Sind plus 8, nicht plus 6. Hier ist irgendwas. Schauen wir es und beobachten wir. Da, 18. Okay, der wurde einfach geschwächt wahrscheinlich. Hab ich jetzt nicht mitbekommen. Gut, wie Atlas hier keine Chance hat gegen ihn. Das finde ich sehr gut. Noch besser würde mir natürlich gefallen, wenn er... Na, wobei, er hat er mich, du. Da würde wahrscheinlich kein Korrosiv triggern. Schön wegblitzen. Ja. Oh, ich kriege bald ein Level. Level. Oh, ein Level wäre geil. Ein Level wäre geil, so richtig geil. Also, hier. Aha. Machen wir dich gleich hinterher, weil Blitze und so dagegen. Mehr Blitze, habe ich gehört, ist gut. Wobei Frost Press auch noch verbessert. Das tut weh. So, eine Möglichkeit zum Freezen bräuchte ich. Weil so langsam, ich muss halt jetzt. Jetzt muss ich irgendwie den Vorteil gewinnen. Den Vorteil gewinne ich meistens durch Blitze, Kombination mit Frost Press. Freeze den bitte. Den. Freezen. Freeze. Ja, der ist auch okay. Der ist auch vollkommen okay. Wichtig sind nur, dass meine Blitze überall durchgehen, weil die müssen jetzt Damage haben. Da muss jetzt Damage raus. Aha. Ah ja. Er hätte besser kommen. Laufen. So, das können wir gleich nochmal machen. Ja, der Shieldmacher ist weg. Der Shieldmaker. Der garstige Hobbit. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Die dürfen nicht drankommen, ehrlich gesagt. Die dürfen nicht drankommen, beide. Das Verhexen, das würde sehr, sehr wehtun. Aber ja, die leiden richtig gut. Die leiden richtig gut und dann bringt das Verhexen auch nichts mehr, wenn alles tot ist. Dann bringt es auch nichts mehr. Wobei, Grayfin könnte man echt überlegen, dass man den auch raustut. Für einen Elementar. Weil Grayfin ist zweifach. Vierfach wäre ja noch geiler, aber zweifach? Nee, der ist auch zweifach ziemlich stark. Level Up ist in der Nähe. Komm, das machen wir jetzt. Beschleunigen wir ein bisschen. Wir wollen jetzt nicht hier einen ewig langen Part machen. 100, wie viel kriege ich denn pro Sieg? 102 war es, glaube ich. Aha, fast 100. Na gut, das kriegen wir, glaube ich, hin. Dann können wir es gleich nochmal probieren. Womprats sind, glaube ich, besser. Komm mit den Prämien, wir haben so viele. Also ich habe schon letztens die Energietränke hier für den letzten Part rausgehauen, damit ich das alles vorbereiten konnte. Jetzt kann ich ja auch die Nachfüllprämien raushauen. Ja, ich weiß, ihr habt mir schon mal gesagt, hier, heb sie dir lieber für dies und das auf. Aber wann soll das wiederkommen? Keine Ahnung. Dementsprechend machen wir es jetzt einfach mal so. Ich gebe es lieber aus, wenn ich es gebrauche. Und jetzt brauche ich gerade Dust.
Ich brauche das zu dringen. Ich brauche das Level. Und Gold. Naja. Ich brauche erstmal Gold und dann kriege ich das dadurch. So habe ich eigentlich ursprünglich gedacht. Und durch das Level. Ich sollte mal überlegen. Moment, zieh nochmal. Was war der Grund? Unser Gegner? Nein. So. Schön, dass ich hier keinen einzigen verliere. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht, weil ich gerade ein Glück habe mit den Elementaren und die anderen noch nicht alle umgestellt haben. GD's Drive. Eins vorm Level Up. So, dann schauen wir mal schnell. Ich habe 7 Energie. 7 Energie, 7 Energie. Das ist jetzt das Problem, dass ich schon alles da vorne gemacht habe. Jetzt habe ich vermutlich keinen Ort mehr, wo ich 7 Energie... Oder doch? Oh, 11 kostet das. Ernsthaft? Naja, bevor ich gar nichts mit 7 Energie mache. Ich weiß gar nicht, was ich mit 7 Energie machen kann. Das kostet 5. Ah, komm, mach mal hier 7 Energie. Schwupp, raus damit. Weil durch das Level Up kriege ich ja wieder volle Energie. Ja. Bitte jetzt schnell mal einen Sieg. Vielen Dank für das Level Up. Oh, maximale Energie wurde erhöht. Nice one. Nice one. So, jetzt können wir es eigentlich nochmal probieren hier im Autokampf. Aber vorher nutzen wir doch gleich mal hier dieses Gold, um unseren Dustvorrat wieder weiter zu erweitern. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht in der Lage, geistig die ganzen Epics zu vercraften. Weil dann habe ich das, was ich jetzt mit dem Feuertitan habe. Den habe ich jetzt extra schön hier weggemacht. Jetzt brauche ich ihn wieder. Toll. Super. Neighbor. Glaskoloss. Glaskoloss, mir fehlen noch ein paar. 100 ungefähr fehlen mir noch für den Glaskoloss. Na, schade. Na gut, ich könnte ihn schon auf die Tatsächlich, ich kann ihn auf die maximale Stufe schon machen, aber noch nicht weit aufrüsten. Und das machen wir jetzt auch gleich. Ich weiß nicht, warum hier die Sortierung genau andersrum ist. Der Glaskoloss war beim anderen Ansicht ist er ganz vorne und hier ist er ganz hinten. Also genau umgekehrte Sortierung. Ich habe keine Ahnung, wieso. Habe ich dich nicht gezogen? So, Mr. Glaskoloss. Los geht's. Den Feuer-Titan muss ich auch wieder zurückholen. Das ist auf jeden Fall klar, aber erstmal den Glaskoloss. Eins nach dem anderen. Ich glaube, die... Wie viel waren es? 210. Die kriege ich dann... Ah ja, die kriege ich dann auch noch zusammen, bevor diese 14 Tage ablaufen. Fusionieren? Moment, kann ich ihn überhaupt... Ich dachte, ich hätte genau... Moment. Es reicht nicht mal, ihn zu fusionieren. Da habe ich mich, glaube ich, einmal verzählt. Oder? Nee, das reicht genau. Oh. Und ich glaube, ich kann sogar noch ein oder zwei Stufen noch leisten. Eine Stufe. Yo, Glastitan. Und ich kann dich sogar noch mal werfen. Wo ist der Glastitan hin? Da bist du jetzt. Yay. Mehr Leben. Ja, hätte ich auch gerne noch mehr zwei Leben. Aber komm, machen wir auch noch. Da habe ich Tricks drauf, nämlich hier diesen Schrott Blaufeuerherzen. Keine Ahnung, wofür man so viel braucht. Ich glaube, noch eins brauche ich. Ja, ich kann nicht mehr noch hier gönnen. Könnte auch epische rauskommen, wisst ihr das zufällig? Ich habe da, glaube ich, noch nie eine gesehen. Ah, komm, das reicht. Hier wird echt alles zusammengekratzt, was es zusammenkratzen. Was es zum Zusammenkratzen gibt. Ah, jetzt wo ich das sehe, da geht noch einer. Da brauche ich noch einen. Junge. Einen brauche ich noch. So. Okay. Jetzt aber. Wunderbar.
Dann kann ich ihn zumindest bis auf die vorletzte Stufe sogar hochheben. Das ist ganz gut. Ganz gut. So, wo bist du, Glas-Titan? Glas, 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 glasklare Sache. Glas-Titan muss ins Deck. So, das gönne ich dir, gönnst du dir und nochmal extra Panzerung. Schild und Schwächen, ja, das kommt halt erst, wenn ich wieder 75 Tast habe. Aber das wird wahrscheinlich bis zum nächsten Mal sogar schon geschehen sein. So, ich möchte dich auch ins Deck packen. Wo bist du jetzt hin? Wo ist er denn hier? Da ist er. Du kommst rein für den Watchful Hexhound. Dreierverzögerung, bloß nettere. Ja, das für Hexen 1 ist einfach zu schwach. Korrosiv ist zwar ganz nett, aber dafür habe ich als Panzerung 4. Okay. Und jetzt nochmal abschließend Autokampf versuchen. Und? Jo! So, nochmal. Oh, schlechter Start. Ja, schlechter Start. So, nochmal. Noch ein letztes Mal. Na, das ist auch kein Premium-Start. Aber ich glaube, das kann ich auch bis zum nächsten Mal hinbekommen. Also es war auf jeden Fall möglich zu gewinnen. Es wird mich zwar einiges an Energie kosten, aber ich glaube, den zweiten kriege ich auch noch. Und dann ist erstmal Ende im Gelände. Dann kümmern wir uns. Wir werden uns auf jeden Fall beim nächsten Mal darum kümmern. Ich habe leider auch nichts mehr hier zum Upgraden. Ich hatte da 300. Ich war nicht mehr geduldig genug, um auf das Upgrade zu warten. Hab lieber stattdessen die zwei abgegradet. Ob es ein Fehler ist, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Nächstes Mal werden wir uns hier eventuell wiedersehen. Hoffentlich dann mit einem doppelten Zulong. Zumindest eine Möglichkeit zum doppelten Zulong machen. Nachdem mir das fehlt, wird er wahrscheinlich dann noch immer noch ein wenig brauchen. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.